Ja, hallo und willkommen zurück zu diesem Let's Play. Die Domitia Sanda ist immer noch auf der Suche nach Rekruten für die Allianz auf Odessen. Und erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe mich entschieden für... Gehen wir auf hier, Gefährten und Kontakte. Für Hylovis, und zwar der letzte seiner Art. Ich vermute mal, dass es das nach Alderaan verschlagen wird. Und ich hoffe, dass es ja wieder eine Geschichte ist, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen uns auf den Weg zur Meldeposition Reisen. Und ab dafür. Los geht's. Wir befinden uns auf dem schönen sonnigen Planeten Alderaan. Mit den Bergketten im Hintergrund. Die schöne Musik dabei gefällt mir sehr gut. So, Alderaan gehört auch mit zu meinen Lieblingsplaneten. Komm. Bei dem schönen Wetter fahren wir mal mit Cabriolet, ne? Da kennen wir ja nichts. Und überlegen uns erstmal, wo wir jetzt hin müssen. So, gucken wir mal nach. Wo sind wir jetzt überhaupt? Hier unten. Und irgendwo hinter uns. Seht ihr das? Einfach nur das Cabriolet umdrehen und los geht's. Ups. Ah, hier ist irgendwas abgestürzt. Eine Fähre oder irgendwas ist hier abgestürzt. Alles wird gut. Was sagst du so einfach? Das ist ein Wookie. Ich vermute mal Leibgarde, Wache oder irgend sowas. Das ist nicht den, den wir versuchen müssen, mit Sicherheit nicht. Wir müssen einen Senator finden, glaube ich. Ist hier irgendjemand am Leben? Nee, hier ist keiner mehr am Leben. Gut, dann durchsuchen wir die Fahrzeuge nach irgendwelchen Hinweisen. Vielleicht finden wir irgendwas. Persönliche Gegenstände haben wir gefunden. Das persönliche Datenpad des Senators, den wir halt suchen, haben wir auch gefunden. Zurück über den Konvoi blicken. Die Geschenkkisten nehmen. Die Geschenkkisten nehmen wir mit. Da wird sich der Senator mit Sicherheit drüber freuen, wenn wir die dabei haben. So, das Datenpad lesen. Okay. Ein diskreter Geleitschutz. Die zerstörten der Straße entlang blicken. Sehen wir noch irgendjemand? Sehen wir irgendetwas? Wir finden nichts, was darauf hinweisen würde, wo der Diplomat ja geblieben ist. Die zerstörten Gleiter haben wir schon, oder? Wir gucken noch mal nach. Ne, haben wir noch nicht. Was wollen wir mal machen? Eine Mine ist explodiert, okay. Ein Sprengsatz. Eine Ionenpulsbombe wurde da verwendet, okay. Die Ereignisse zusammenfügen. Thank you.
Der Senat, wir wissen nicht, ob der Senat jetzt entkommen konnte oder nicht, oder ob er entführt worden ist. Wir müssen jetzt den Senator suchen, dass wir ihn wiederfinden, wo auch immer das ist. Warte mal, wir können ja auch einen Gleiter benutzen. Wir müssen jetzt ja nicht unbedingt jetzt hier aufwenden. Hausrest. Das sind die Attentäter. Nee, hier sollen wir irgendwas... Ah, hier. Absteigen. Hier sind noch ein paar Leibwächter. Ah, Suche nach Überlebenden. Ja, aber hier ist doch... Ah, hier. Hallo? Hallo? Also, sie wurden mit einer Klingenwaffe hingerichtet oder niedergestreckt, sag ich mal so. Diese Leibgarde, Leibwachen. Verteidigungsspuren auf ihren Armen, am Armbrüsten lassen darauf schließen, dass sie sich widersetzt haben. Okay, Verteidigungsspurenuntersuchung. Ja, passt zu Klingenwaffen. Die wurden von Klingenwaffen angegriffen. Klumpen weiße lange Haare zwischen den Fingern, ein Wookie. Aha. Vielleicht ein anderer Wookie? Sie wurden einer Vibro-Klinge wurden sie hin angegriffen. Okay, extrem scharf. Umgebung absuchen. Zusammenfügen. Ich vermute mal, die versuchen den Senator immer noch in Sicherheit zu bringen, die restlichen Leibwachen, und wurden attackiert. Wir gehen also davon aus, dass es eventuell ein anderer Wookie gewesen ist, weil zwei Wookies überwältigen ist nicht einfach normalerweise. Also ein feindlicher anderer Wookie wahrscheinlich. Gucken wir mal nach. Warte mal, können wir da was verkaufen eben? Reparieren? Wo bist du denn hier? Da. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Das sind hier die Sachen. Ach, von Xalek die Sachen. Okay, das müssen wir uns noch um kümmern. Die können wir eigentlich verkaufen, die brauchen wir gar nicht mehr. Weg damit. Achso, das ist von Che Wisla. Das ist ein Rüstungsset. Okay, das verkaufe ich natürlich nicht. Leben Sie wohl. So, weiter hier lang. Hier liegt was rum. Wir sollen weiter. Sprich mit dem Kurier. Warte, machen wir. Tschüss, Kolischka Changa, Pumpa Conchica. Du wirst keinen Ärger haben. Ihr könnt noch viel, viel mehr Pech haben.
Hättet ihr gerne etwas, über das es sich wirklich zu klagen lohnt? Unopunko mawoni kopatom tiktok makitogi. Mokili maklun kinit at ambumpa poshuda. Bedwana ubakili watabunka tonko pagotaloda. Wie bum? Wama ota jakoga huta power to bumpa wula. Kukle du chosi nawi kuchusa yomata chi pompota. Aha, das wird reichen, danke. Magoto no pachungi, fagota ji otto in dia. Okay. Alles wird gut. Haus Alde. Da hinten im Hintergrund sieht es, das ist Haus Alde. So. Wartet mal eben. Muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Bin in einer Sekunde wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Und weiter geht's hier. Mit unserem süßen kleinen Dackel hier. Jupf. Da hochspringen kann er ja nicht, ne? Nö. Oh, was ist denn hier passiert? Ich vermute mal irgendwie aufeinander geprallt oder abgedrängt oder irgend sowas ähnliches. Keine Leichen zu sehen. Eine Menge Blut auf dem Vordersitz lässt darauf schließen, dass der Fahrer wahrscheinlich dort gestorben ist. Eieiei. Da liegt ein Wookie. Ich vermute mal, dass der einzige Überlebende jetzt noch der Senator ist. Das war jetzt die letzte Leibwache gewesen. Vermute ich jetzt einfach mal. Und zum Senator geht es da lang. Und gucken wir mal kurz auf die Karte. Da vorne gleich. Hier seht ihr das? Also, ob es wirklich der Senator ist, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es die Richtung. Aber der steht gerade hier. Was ist das denn jetzt hier? So. Dieses Gebäude hier. Schauen wir nach, ob das Senator da drin ist. Bronmark. Ich habe sie ganze Zeit im Kopf gehabt. Könnte es vielleicht Bronmark sein? Wegen dem weißen Knäuel. Ich habe es aber nicht ausgesprochen. Der letzte Tals. Der letzte Tals? Wie ist das möglich? Oh,
Berg oder wie auch immer du heißt. Was habt ihr gestohlen, dass diesen Tal so aufbringen konnte, euch quer über ganz Aldiran zu jagen? Nein, Brunnenmark würde ich nicht angreifen. Die weiße Knolle, die mag ich. Bitte, es muss auch einen anderen Weg geben, es friedlich zu regeln. Ach komm, ich würde auf Brunnenmark doch jetzt nicht. Echt jetzt? Den wollte ich eigentlich gerne behalten, Brunnenmark. Mal gucken, ob er jetzt in so einer außer Gefecht gesetzt wird. Au, Brunnenmark, ich mag nicht schubsen. So, warte mal, da ich ihn behalten möchte, muss ich jetzt mal gucken, was ich jetzt wirklich antworte. Ich glaube, das ist wichtig. Mir gefällt dein Enthusiasmus. Ich würde dich wirklich nur ungern töten. Gibt es denn gar nichts, was ich dir anbieten könnte, um deinen Zorn zu mildern? Oder es liegt wieder weder an mir noch an dir, das zu entscheiden. Aber du wirst dich für den Tod hier verantworten müssen, für die Toten. Ich versuche erstmal die 1, weil ich möchte Brunnenmark behalten. Du verstehst meinen Widerstand falsch. Ich missbillige dein Handeln nicht. Deine aktuellen Ziele stehen nur einfach gerade im Widerspruch zu den meinen, oder? Nicht alles ist gleich. Für mich sind Leidenschaft und Ehrgeiz etwas anderes als Grausamkeit und Hass. Dann war dein Sis ein Narr. Blinder Hass kann einen Sis mit echten Visionen nichts bieten. Welche Antwort nehme ich jetzt, um jetzt Brunnenmark zu behalten? Ich versuch's mal mit der mittleren. Ich glaube, das war die falsche Antwort. Ja, dann kann ich es leider nicht ändern. Dann ist es halt so. Okay. Schade. Epiphilic Allianz, die ihr eure Dankbarkeit zeigen solltet. Hülo wird euch genau erklären, wie dieser Dank auszusehen hat, oder? Ein Angriff war ein Geschenk von Hülo Würst, das ist alles. Nur das hier. Okay. Um Brunnenmark tut es mir leid. Das war wahrscheinlich die falsche Antwort gewesen. Man kann vielleicht nicht alle haben. Es ist halt so. So, dann kehren wir jetzt erstmal jetzt zurück zu Hylovis. Mal schauen, was Hüde dazu sagt. Ich leite bereits Versorgungsflüge über Kashyyyk, Commander. Und wir haben Verstärkung durch ein paar verlässliche Leute, mit denen sich niemand freiwillig anlegt. Das kann ich endlich mal als großen Sieg vermerken. Danke für eure Hilfe. Okay, es hat doch was gebracht. Und zwar...
bekommen wir Lebensmittel etc. und Hilfe über Kashyyyk, den Heimatplaneten der Wookiee. Das ist doch schon mal eine feine Sache und ich habe irgendwas wieder da in meinem Kopf hängen. Bitte mal, da mal ein bisschen mehr ins Licht rein, so. Nein, geh ihr nicht ins Licht. Zack, guck mal nach vorne jetzt hier, Domitia. So, so. Ja, das war mal wieder eine feine Geschichte gewesen, hat mir gefallen. Schade, dass wir Brunnenmark verloren haben, aber wie gesagt, man kann nicht alles haben. Und, war gar nicht gebufft mehr gewesen. Und, alles ja, wird gut. Hoffentlich hat euch gefallen. Wir haben jetzt Unterstützung von Kashyyyk. Ich würde mich natürlich auch über Unterstützung freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch macht zum Beispiel oder mal einen Kommentar schreibt. Das würde ich auch toll finden. Und wir sehen uns hier weiter, wenn es hier weitergeht hier mit dem nächsten Gefährten oder Gefährtinnen, wie auch immer, oder mehrere. Schauen wir mal, die wir uns dann morgen dann hier abgreifen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis morgen, euer Rode. Ciao.